Ich muss etwas ausgreifen. Die Polizei macht bei Großeinsätzen seit langem nicht nur Versammlungsverbote und Sonderrechtszonen, sondern sie hat in den letzten Jahren ihre polizeiliche Presseinformationspolitik erheblich ausgedehnt. Sie hat inzwischen eigene Portale bei dpa und Riesenstäbe auf Steuergelder, die Polizeipropaganda verbreiten. Und man kann das wirklich nur Propaganda nennen. Desinformationspolitik haben wir jetzt beim G8 auf zwei Ebenen kennengelernt. Zum einen ist das die Desinformation der Gerichte. Das fängt an, wenn man die Allgemeinverfügung liest, wie dort schwere Gewalttaten und Blockaden zu einem einzigen Brei vermengt werden, obwohl gerade Frau Röttgers aus dem Wendland sehr gut weiß, dass Blockaden praktisch durchgängig absolut gewaltfrei ablaufen. Dieses Strickmuster hat sie dort eingeübt und das hat sie hierhin transportiert und sie hat auch Tatsachen einfach verschwiegen, was sie vielleicht Besseres wusste, dass dort keine Gewalt zu erwarten war. Wir haben dann vor den Gerichten erlebt, dass die Polizei in propagandamäßiger Manier wirklich einseitig die Verhältnisse dargestellt haben. Und wenn hinterher Zeit ist, lese ich euch gerne einiges vor aus diesen propagandistischen Darstellungen. Ich verkneife mir das jetzt mal aus Zeitgründen. Das andere, was wir erlebt haben, ist wirklich eine gesteuerte Presseinformationskampagne. Im Vorfeld, das klang schon an, dieses Erwarten von Terroristen und auch islamische Terroristen könne man nicht ausschließen. Und in der akuten Situation dann am Samstag wurde eben nur noch von gewalttätigen Demonstrationen berichtet und kaum noch von den großen friedlichen anderen Teilen. Und diese Gewaltprognose, die die Polizei haben wollte, wurde versucht, so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, wieder besseres Wissen. Ich erinnere mich, dass am Montag während der Migrationsdemo ich in Hamburg saß und Berichte gehört habe, wonach es schon wieder zu Gewalttätigkeiten gekommen sei. Mir aber im Nachhinein alle Leute, die dabei waren, berichtet haben, es war absolut friedlich. Ich muss jetzt eine Minute mehr haben, sonst kann man es nicht darstellen. Sorry. Bei der Migrationsdemo ist es so gewesen, dass der Einsatzleiter vor Ort gesagt hat, ich sehe hier keine Gewalttäter. Und die Gesamteinsatzleitung, die ja die Demonstration nicht im Blick hatte, verfügt hat, hier sind mindestens 2000 Gewalttäter. Und genau so wurde das auch dem Gericht vorgetragen und aus diesen Gründen wurde das auch abgebrochen. Es ging weiter. Als die Blockaden stattfanden, hörte ich im Spiegel Online oder in dpa, ich weiß es nicht ganz genau, jetzt fliegen Steine. Es sind schon Polizisten verletzt. Es hat sich im Nachhinein als die Situation herausgestellt, wo Polizisten in voller Montur, in knallender Sonne, ohne ausreichende Flüssigkeitsversorgung zusammengeklappt sind. Ja, also in diesem Stil haben wir wirklich eine Propagandamaschine gehabt. Und das, denke ich, ist ein Thema, was man gesondert untersuchen muss, was auch Journalisten untersuchen sollten. Zum einen, weil da ja wirklich Falschinformationen oder gefärbte propagandistische Informationen verbreitet werden. Zum anderen aber auch deswegen, weil dafür unsere Steuergelder missbraucht werden. Die Polizei hat die Zuständigkeit zur Gefahrenabwehr. Sie ist kein Propagandaministerium.